Die Machtzentrale der Fürsten von Thurn und Taxis. Eine deutsche Dynastie. Milliardenschwer, geprägt von großen Siegen. Immer in der Gefahr, alles zu verlieren. Ihr Schloss in Regensburg gehört zu den größten der Welt. Es zu erhalten, kostet jährlich Millionen. Sommerliche Schlossfestspiele bei den Thurn und Taxis. Fürstin Gloria hat ihre Kinder Albert, Maria Theresia und Elisabeth aus Rom, London und New York nach Hause beordert. Ihre Kinder repräsentieren die junge Generation der Dynastie der Thurn und Taxis. Ja, das sind wirklich die Luxusausgaben. Das sind die besten Geschöpfe, die das Haus je hervorgebracht hat. Man merkt, das frische Blut tat gut. So, so schön. Ja, auch hier, hier. Diese ganzen Abenteuer und diese Kindheit mit meinen Kindern und meinem Mann, das liegt wie ein Haben auf meinem Konto, auf meinem Lebenskonto. Ich habe einmal 6 richtige. Toll. Maria Theresia, Elisabeth und Albert sind mittlerweile alle auch über 30 Jahre alt. Jetzt bin ich mal gespannt, weil Ihre Heiratspolitik, die leben ja sehr streng, also nach einem bestimmten Hausgesetz. Wann kommt der erste Bürgerliche? Familienoberhaupt Gloria von Thurn und Taxis. Herrin über 6 Schlösser, Milliardärin mit Wohnsitzen in Afrika, Italien und den USA. Gerne mal flippige Fürstin, aber knallharte Geschäftsfrau und überzeugte Katholikin mit losem Mundwerk. Es ist natürlich schon schlimm, wenn man seinen Mund nicht halten kann. Tja, ich bin halt, wie ich bin, und ich versuche, mich schon zusammenzureißen. Das ist ja entsetzlich. Hallo. Egal, was meine Schwester gemacht hat in ihrem Leben, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich je von ihr überrascht war. Sie kann unglaublich konservativ, geradezu reaktionär sein. Und gleichzeitig kenne ich wenig Leute, die moderner und aufgeschlossener sind als sie. In Regensburg an der Donau liegt die Heimat der Dynastie der Fürsten von Thurn und Taxis. Mit mehr als 500 Zimmern ist Schloss Emmeram größer als der Buckingham Palace. Hier lebt eine Unternehmerdynastie mit Fürstentitel und dem Mut, sich stets neu zu erfinden. Sicherlich gibt es da eine, vielleicht kann man es Familientradition nennen oder auch immer, oder einen Spirit, dass man immer wieder von vorn anfängt und auch wenn man wirklich auf die Nase fällt. Und das haben sie halt wirklich oft und oft erlebt. Und das zeichnet die Familie einfach seit 1500 aus. Veloce, veloce, schnell, schnell ist das Motto der Thurn und Taxis. 1490 hat der Urvater der Dynastie, Francesco Tasso, im nördlichen Italien einen bahnbrechenden Einfall. Die Idee ist eigentlich ist so einfach wie genial. Sie geben einem Boten einen Brief, der reitet dann von Rom nach Neapel und dafür braucht er lange Zeit. Der Francesco Tasso geht einen anderen Weg. Er errichtet einzelne Relaisstationen oder Poststationen, an denen der Reiter und das Pferd immer ausgewechselt wird. 5 Kilometer am Tag schafft ein Botenreiter bis dahin. Bis zu 170 Kilometer gelingen nun. Die Post, eine Lizenz zum Gelddrucken für die Tassi. Schon der Gründer Francesco Tasso hat die Ehre, geadelt zu werden. Der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation verleiht ihm das Postmonopol als vererbbares Lehen. Die Taxis, wie sie sich eingedeutscht bald nennen, verteilen sich auf ganz Europa und verdienen ein Vermögen. Mitte des 17. Jahrhunderts ging es darum, dass man berühmte Vorfahren findet. Thurn und Taxis haben es auch gemacht und haben sich auf die Familie Della Torre in Mailand zurückverfolgen lassen. Wichtig ist es deshalb, weil damit hat sich der Name verändert. Aus dem alten Taxis wurde ab 1650 das Thurn und Taxis. Es handelt sich hier um die Prachturkunde
Wir, Leopold von Gottes Gnaden, erwählter römischer Kaiser, erheben das Haus Turnutaxis in den Fürstenstand des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Man sieht dann auch am Ende, was das Ganze natürlich rechtskräftig macht. Hier sehen Sie unseren Kaiser Leopold und dann natürlich das goldene Siegel des Kaisers. Regensburg an der Donau ist seit mehr als 250 Jahren Wohnort der Turn und Taxis. Der damalige Fürst wird 1748 Prinzipalkommissar und damit Stellvertreter des Kaisers am sogenannten Immerwährenden Reichstag, der Ständevertretung des Heiligen Römischen Reiches. Ein Ehrenamt, verbunden mit den immensen Kosten prachtvoller Hofhaltung. Das ist ein gigantischer gesellschaftlicher Aufstieg. Wenn man sich überlegt, die Kosten eines Prinzipalskommissars waren so enorm, dass sich das eher eine Familie immer nur einmal leisten konnte. Und die Turn und Taxis haben drei. Seit Generationen besetzt das Familienoberhaupt der Turn und Taxis eine herausragende Rolle im europäischen Adel. Es war nicht zwingend der älteste Sohn. Das ist vielleicht auch eine Form der Flexibilität, die sie an den Tag legen, dass man nicht stur dasselbe System verfolgt, wie das ja sonst im Adel eigentlich üblich gewesen ist, sondern man versucht schon, den Besten fürs Geschäft rauszusuchen. Das können dann übrigens auch Frauen sein, das müssen keine Männer sein. Bereits im 16. Jahrhundert führt mit Alexandrine von Taxis eine Frau die Familie durch die Wirren des Dreißigjährigen Krieges. Die napoleonischen Kriege zu Beginn des 19. Jahrhunderts ändern die politischen Verhältnisse in Europa. Die Turn und Taxis verlieren ihr Postmonopol. Wieder lenkt eine Fürstin mit politischem Weitblick die Geschicke der Dynastie. Das Ende des Heiligen Römischen Reiches ist der größte Einschnitt seit, muss man sagen, seit der Erfindung dieses Unternehmens. Der schlimmste Einschnitt. Es geht um das Ende ihres Unternehmens. Fürstin Therese, Verhandlungen mit Napoleon. Extrem schwierig. Da ging es eigentlich ums Ganze. Wir könnten heute nichts mehr haben. Beim Wiener Kongress 1815 geht sie nach Wien. Sie ist ja nicht verhandlungsberechtigt, ist also nicht Teilnehmer des Kongresses, aber sie richtet sich dort ihren eigenen Salon ein und empfängt dort die Mächtigen Europas. Fürstin Therese gewinnt. Der Wiener Kongress entscheidet, alle Länder Europas müssen die Turn und Taxis für das verlorene Monopol entschädigen. Ein Teil dieser Entschädigung ist das Schloss in Regensburg. Das ehemalige Benediktinerkloster wird zum neuen Stammsitz. Ein Koloss. Heute das größte bewohnte Schloss Europas. So wird fast 200 Jahre später Fürstin Thereses Sieg für die heutige Hausherrin zum Problem. Das Schloss ist ein Luxus. Wenn es uns der Staat abnehmen würde, würde ich es dem Staat lieber heute als morgen geben. Aber das ist im Moment nicht machbar. Der Staat hat nämlich selber kein Geld. Schlecht. Also muss man eine Vorwärtsstrategie wählen. Und dann muss man sagen, jetzt muss man einfach kreativ sein und sich überlegen, was können wir tun, um das Schloss so attraktiv zu machen, dass die Menschen zu uns kommen. Über 1 Million Euro im Jahr kostet allein der Erhalt der Schlossgebäude. Ein Großteil ist heute vermietet. Im Sommer lockt ein zweiwöchiges Schlossfestival zahlende Gäste an. Im Winter der Weihnachtsmarkt. Er ist der meistbesuchte in ganz Deutschland. Mit einer Fürstin zum Anfassen. Guten Abend. Wenn ich in Regensburg bin und sich dort dann irgendwelche offiziellen Dinge abspielen, sagen wir mal Schlossfestspiele, Weihnachtsmarkt, und ich habe dann meinen Auftritt, dann genieße ich das direkt. Regensburg ist die Machtzentrale der Dynastie. Allerdings mehr Arbeits- als Wohnsitz. Also ich bin ja sehr viel auch woanders und da bin ich ja dann völlig anonym. Seit bald 25 Jahren bestimmt die Fürstin über die Geschicke der Dynastie. Sie weiß und entscheidet alles,
meistens jedoch aus der Ferne. Gloria von Turn und Taxis Lebensmittelpunkt liegt hauptsächlich in Rom. Un cappuccino, per favore. Cappuccino, per favore. Ah, pago al... Chiedo di lei. Mangi tutto tranne mele. Ganz verpönt ist zum Beispiel ab mittags noch ein Cappuccino zu bestellen. Das machen nur die Deutschen. Da werde ich so beschimpft, ich trinke natürlich den ganzen Tag Cappuccino. Typisch deutsch. Man kann doch nicht am Nachmittag ein Cappuccino, es ist ein Morgengetränk. Ist mir natürlich völlig wurscht. Ihre Wohnung in Rom ist, verglichen mit dem heimatlichen Schloss in Regensburg, winzig. Das Unternehmen Turn und Taxis leitet sie per Telefon und Computer. Ihre neueste Leidenschaft ist, zu zeichnen. Ja, es gab schon Phasen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, wie komme ich mit dem Alleinsein zurecht? Aber dann ist mir einfach gelungen, aus dieser Einsamkeit auch etwas, wie soll ich sagen, kreative Kraft zu schöpfen. Ich hatte das große Glück, dass ich eben sehr tief im Glauben verwurzelt bin. Und dieser Glaube hat mir die Kraft gegeben. Und natürlich auch diese wahnsinnig anstrengende Aufgabe. Schloss Emmeram liegt mitten in Regensburg. Lange leben die Turn und Taxis zurückgezogen. Nur bei offiziellen Anlässen, wie hier bei einer Beerdigung, sind sie zu sehen. Glorias Ehemann Johannes wusste früh, dass er das Haus einmal führen wird. Das glaube ich schon, dass das für ihn eine Last war. Zuerst einmal war ja sein Cousin, der Gabriel, der Erbe, aber der ist in Stalingrad gefallen. Die Gelder aus dem verlorenen Postmonopol wurden von der Familie gut angelegt. Noch bis zum Ende des Alten Reiches galt der Fürst von Turn und Taxis als Fürst ohne Land. Das heißt, im 19. Jahrhundert wird das Stück für Stück erweitert und das Ganze sehr ansehnlich. Um 1900 handelt es sich um Grundbesitz von rund 130.000 Hektar. Johannes Großvater, Fürst Albert I., ist damit der größte Grundbesitzer des Deutschen Reiches. 1888 übernimmt er als regierender Fürst die Regentschaft und führt das Haus bis 1952. Unter ihm und seiner Gemahlin, einer Habsburger Prinzessin, gilt in Regensburg bis nach dem Zweiten Weltkrieg das spanische Hofzeremoniell. Ja, da gibt es noch einen Fürsten. Und die Fürsten lieferiert die Dienerschaft. Ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Das ist ja wie ein Märchen. Gell? Ja, und das hat nicht lange gedauert, dann habe ich auch ein Livret gehabt. Hunderte Diener und Lakaien sorgen für das Wohl der Turn und Taxis. In der Zeit, wo der Fürst das Schloss benutzt hat, dass er da durch die Räume gegangen ist, da durfte niemand von der Dienerschaft in der Nähe sein. Ne? Das wollte er nicht, dass er der Dienerschaft da begegnet. Ein Fürst mit genauen Vorstellungen und totaler Kontrolle. Kinder und Enkel werden standesbewusst erzogen. Wir waren die kleinen Prinzessinnen und dann haben die Diener haben uns überall hingeführt, wo wir haben hin müssen oder wollen. Weil sonst in Regensburg hätten wir uns ja verlaufen. Wenn wir gekommen sind, da war es ein großes Hallo. Und unser Vater hat immer gesagt, bitte rührt's nichts an. Der Großvater, der mag das nicht, wenn irgendwas verstellt wird. Rührt's nichts an. Und Hände dann, auf den Rücken. Hände auf den Rücken. Die Prinzessinnen Margarete Eleonore und Antonie von Turn und Taxis sind die einzigen noch lebenden Enkelinnen von Fürst Albert I. Ihr Vater kaufte von seinem Erbteil einen kleinen Besitz am Starnberger See, wo sie heute wohnen. In ihrer Kindheit verbrachten sie die Ferien bei den Großeltern im Sommerschloss. Das war noch ein ganzer Teil von Taxis, war ein Altenheim. Und die Alten haben halt am Abend immer rausgeschaut, weil sie von der Familie jemanden sehen wollten. Und wir sind natürlich haben so stolz mit unseren Abendkleidern, haben wir immer Abendkleider anziehen müssen, sind nicht
innen durchgegangen, sondern über den Hof gegangen und haben dann immer zu den Alten raufgewunken. Und das und die haben sich immer so gefreut. Auch wenn die Familie durch die Weimarer Reichsverfassung und das Bayerische Adelsgesetz ihre Privilegien offiziell nach dem Ersten Weltkrieg verloren hat, Fürst Albert bleibt davon unbeeindruckt. Der Fürst Albert war ein Mann, der sicherlich etwas nie sich entgleiten hat lassen wollen. Weder im Geschäftlichen noch im Familiären oder Privaten. Nahe Regensburg liegt die Walhalla. Das Grundstück hat einst ein Turn und Taxis dem bayerischen König geschenkt. Als Adolf Hitler 1937 das Mahnmal besucht, schlägt der Fürst die Einladung teilzunehmen aus. Bei den Turn und Taxis, die zählen eher zu denen, die versucht haben, sich in der Zeit in Regensburg ein bisschen einzuigeln und die Zeit zu überstehen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sicherlich sein schon fortgeschrittenes Alter, dass er einfach sich politisch auch nicht mehr engagieren wollte. Und es hat sicherlich auch den Grund, dass für so ein katholisches, streng katholisches Haus wie das Haus Thurn und Taxis und auch so einen streng katholischen Fürsten und Fürstin die Nationalsozialisten auch nicht akzeptabel gewesen sind. Von Bomben bleibt Regensburg weitgehend verschont. Doch auch die Thurn und Taxis spüren die Folgen des Zweiten Weltkriegs. Von den 130.000 Hektar sind rund 30.000 übrig geblieben. Also rund 100.000 Hektar wurden enteignet. Man hat 1945 im Grunde genommen natürlich ist das immer relativ gesehen, aber man hat im Vergleich mit dem, was vorher war, klein wieder angefangen. Für Regensburg bleiben die Turn und Taxis ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die familieneigene Brauerei und eine T&T-Bank sichern neben dem Grundbesitz ein immer noch immenses Vermögen. Als Fürst Albert 1952 stirbt, wird sein Enkel Johannes Alleinerbe. Ein Mann von unglaublicher Universalbildung, ein Mann von unglaublichem Witz und schwarzen Humor. Im Adel sind ja alle so ein bisschen brav und Faltenrock und ja, nicht auffallen. Und Johannes war ein Exzentriker. Und er wurde respektiert, aber er wurde vor allem auch gefürchtet. Zunächst leiten Johannes Onkel und sein Vater unauffällig das Haus Turn und Taxis. Bei ihrem Nachfolger wird sich das gewaltig ändern. Der Onkel hat ihn sehr bevorzugt, weil er sein Sohn ist gefallen. Und dann hat er eben von seinem Bruder den Sohn genommen als Erben. Und da hat er ihm sehr viel nachgesehen. Er durfte eigentlich alles machen, was er wollte. St. Moritz, Tummelplatz der Reichen und Schönen in den Schweizer Bergen. When we kiss my heart on fire. Burning with a strange. Und mittendrin Johannes von Thurn und Taxis. Reich reicht nicht, es reichte bei Gunter Sachs ja auch nicht. Die Gunter Sachs waren reich, aber beide hatten Esprit, vibration, Ausstrahlung. Ich kenne St. Moritz seit 20 Jahren. Und was das Interessante an St. Moritz ist, und das ist mein Freund bald tot. Einmal in Moritz, da war so ein James Bond, cooler Typ. Den hat er ein bisschen provoziert, weil das konnte er schon. Und als der nicht reagierte, dann ging er auf den näher zu. Und der hat ja meistens eine Davidoff Number One geraucht. Und hat ihm seelenruhig ein kreisrundes Loch in sein Revier gebrannt. Und der Engländer hat sich so mal ein bisschen kurz nach vorne gebeugt und hat ihm dann gewunken und hat gesagt, wir gehen jetzt raus. Fazit war, dass Johannes von Thurn und Taxis 10 gebrochene Finger hatte und musste sich gleich beim benachbarten Dr. Gut eingipsen lassen. München, damals bekannt für ein wildes Nachtleben, wird zum Jagdterrain des leidenschaftlichen Fürsten. An Liebschaften mit Frauen, darunter auch die persische Ex-Kaiserin Soraya, und Männern, erinnert sich Klatschreporter Michael Gräter. Er war in jeder Richtung war er interessiert. Und bei den Damen vielleicht, wenn sie von hinten etwas
männlicher ausgesehen haben, war das schon dann das bevorzugte Objekt der Begierde. Johannes von Thurn und Taxis ist über 50, als er aus heiterem Himmel seine Vermählung verkündet. Das kam sehr überraschend, weil er war so ein geprüfter, eisenharter Junggeselle, ja, und hatte immer das scharfe Auge. Und eines Tages hat er dann in Schwabing Gloria gesehen. Er fühlte immer auch diesen dynastischen Auftrag. Und es war ihm immer klar, ich muss irgendwann heiraten. Und ich muss diese Familie weiterführen. Aber er hat nur nie die richtige Person gefunden. Ich glaube, als er meine Schwester gesehen hat, hat er instinktiv gewusst, die ist für mich. Adelig und katholisch. Gloria, Gräfin von Schönburg-Lauchau, ist standesgemäß. Sie war immer sehr burschikos. Also sie hat, glaube ich, aus ihrem Aussehen kein großes Aufsehen gemacht. Ihr war das eigentlich wirklich in Bayerisch gesagt wurscht. Als die Nachricht bei meinen Eltern ankam, Johannes und Gloria werden heiraten, dass da so eine gewisse Panik herrschte, ehrlich gesagt. Denn, wie gesagt, Johannes hatte einen Ruf wie Donnerhall. Das wusste ich allerdings damals nicht. Und ich hätte auch nie Rat angenommen. Für mich war klar, das ist der Richtige für mich. 1980 wird prunkvoll geheiratet. Johannes von Thurn und Taxis ist 54, Gloria 20 Jahre alt. Sie hat gewusst, auf welchen Deal sie sich einlässt, also alles Mögliche. Und dass sie natürlich Erben an Erben bringen musste. Und dann muss ich ja auch Kinder erziehen mit der Zeit. Also wie viel wünschen Sie sich? 20. Ich wusste, ich bin so jung, ich bekomme bestimmt Kinder. Und wir haben uns geliebt. Also war das auch nicht anstrengend. Sag mal, wie gibt es diesen schönen Spruch von der Königin Victoria, schließ die Augen und denk an England. Also das war es bei mir nicht. Ich habe schon freiwillig mitgemacht. Aber ich glaube, dass es für meinen Mann eine Belastung war. Die Dynastie braucht einen männlichen Erben. Nach zwei Mädchen wird 1983 mit Albert endlich der Stammhalter geboren. Die Pflicht ist erfüllt. Die Party kann beginnen. Aus der braven Fürstin wird die Punk-Prinzessin. Dann kannst du natürlich in Deutschland, da warst du natürlich, war das Niemandsland. Und du hast ja von keiner irgendwie gehört, die eine Schock-Prinzess war oder irgendwas. Und auf einmal kommt eine, die in Regensburg lebt, vor allem nicht in New York und nicht in Paris zu Hause ist, sondern in Regensburg ihre Ding. Und auf einmal fängt die an, die große Bühne zu rocken eigentlich. Ich bin gerne der Mittelpunkt einer Gesellschaft, obwohl ich auch genauso gerne nicht Mittelpunkt bin. Aber ich hab's schon gerne, weil ich eben extrovertiert bin. Einmal hatte ich einen Vogelkäfig am Kopf. Riesigen Vogelkäfig, da hat sogar ein Vogel gezwitschert. Also natürlich kein echter. Und dann haben wir gesagt, also muss das jetzt sein? Und dann bittet sie den Vogelkäfig ab, dann mussten wir auf einen Geburtstag in Paris. Na gut, dann habe ich halt den Vogelkäfig nicht angezogen. Johnny, wenn du einen Geburtstag hast, mich dein Arm umfasst. Das ist ja das Geilste, was ich je gesehen habe. Ich werde wahnsinnig. Wow! Jetzt guck dir das an! Es hat ihn schon genervt, glaube ich, ab einem gewissen Moment, dass meine Schwester so auf den Busch geklopft hat. Andererseits hat er auch darauf, da ist so einen geheimen Spaß hat er auch dran gehabt. Sagen wir mal so, mein Mann und ich, wir waren schon Partner in Crime. Weil mein Mann war ja auch nicht von schlechten Eltern. No! Zum 60. Geburtstag von Johannes verwandelt Gloria Schloss Emmeram in einen Harem des 18. Jahrhunderts. Wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfasst, die ganze Hunderte Gäste, darunter auch Mick Jagger, erleben das Fest ihres Lebens. Johnny, ich träum so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir. Nacht um halb vier.
glaube, dass das wirklich eines der seltenen Fälle sind, wo wirklich gemeinsamer Esprit und gemeinsame Weltanschauung und der gemeinsame Witz und auch die gemeinsame Exzentrik, die beide wirklich zu einem Bund, zu einem, ja, zu einer, zu Komplizen gemacht hat. Die beiden waren Komplizen. Bis in die USA reicht ihr Ruf. Princess TNT nennen die Amerikaner Fürstin Gloria. Noch heute besitzt sie ein Loft in New York. Thomas Ruf, das ist genau das richtige Bild für hier. Weil ich sehe das auch. Ich sehe das von meiner Wohnung, das Empire State Building. Oder ist es hier? Nein, es ist hier. Ja, hier, das Ding. Das hat nämlich auch so gefunkelt. Die arbeiten ja Tag und Nacht. Das sehe ich von meinem Bett aus. Gucken Sie mal, diese lustigen Ikone. Das ist doch einmalig, oder? Die heißen die beiden nochmal. Ed und Nancy Kienholz. Ich habe das Glück, dass ich wirklich jeden Tag... Wow! Das ist schon toll. Gucken Sie, da ist auch mein Mann, der ist immer dabei. Der hat New York sehr geliebt. Der hat mir eigentlich diesen Virus infiziert, den New York-Virus. Johannes und Glorias Zweitgeborene, Elisabeth, lebt heute in New York. Die Prinzessin arbeitet für die US-amerikanische Vogue, hat bereits zwei Bücher über ihr Leben und ihren Glauben veröffentlicht. Manchmal, wenn ich so drüber nachdenke und mir so denke, dass mein Vater sich sicher wahnsinnig freuen würde, dass ich bestimmte Leute hier sehe oder wenn mich jemand auf meinen Vater anspricht und ich mir so denke, ah, es wär toll, wenn er Anteil an meinem Leben nehmen könnte. Ich sehe ihn vor mir, so wie ich ihn kannte, groß, stark, sehr autoritär. Bisschen unnahbar. Der hat uns total behandelt wie Erwachsene, was ganz cool ist, wenn man ein Kind ist. Er wollte mit uns richtig Konversation machen und hat uns auch so versucht, so einfach so zu aufzuwecken. Ich heiße Jahre. Und jetzt ich heiße Albert. Ich heiße 2 Jahre. Elisabeth. Ich bin 2 Jahre. Und du? Die Kinder werden früh in den Jet-Set eingeführt. Ich hatte eine Mitarbeiterin, die war ganz großer Michael Jackson-Fan. Und natürlich die Kinder auch. Und ich natürlich auch. Da ist natürlich Princess Gloria TNT kein schlechter Schlüssel. Michael Jackson wird zum Spielgefährten. Sein Neverland zur Spielwiese. Der hatte so ein Wasserrutschenparadies und hat mit uns stundenlang gespielt oder hat mit uns Filme angeschaut. Wahnsinn. Total Wahnsinn. Also, ja, das war ein Paradies für Kinder. Die Geschäfte der Turn- und Taxis laufen Ende der 80er Jahre nicht gut. Brauerei und Bank machen, schlecht gemanagt, Verluste. Johannes weit verzweigte Holding gerät in Schräglage. Das Geld wird knapp. Das ist mein Vermögen. Und genauso wenig wie Sie oder irgendeiner der Anwesenden jedem erzählt, wie viel er im Monat verdient, außer er wäre etwas geistig gestört, sehe ich keinen Grund, warum ich das Gleiche tun sollte. Dann nehme ich lieber eine böse Publizität in Kauf. Ich weiß nur eins als Außenstehender oder als Zaungast, dass den Schein zu wahren nach außen für einen Fürsten Ton und Taxis damals wichtiger war als die Stimmigkeit der Bilanz. Und es wurden Unternehmen weiter am Aufrechterhalten, obwohl sie sozusagen einer Substanz gezehrt haben. Ein Ton und Taxis verkauft keine Bank. Ein Ton und Taxis verkauft keine Brauerei. Man muss sich das vorstellen, dass Regensburg unter Johannes quasi ein Hofstaat war.
Und so etwas sozusagen privat zu finanzieren, auch so ein Schloss, ein totaler Wahnsinn war. Also das hatte 19. Jahrhundert Maßstäbe, die im 20. Jahrhundert so gar nicht mehr zu finanzieren sind. Meine Schwester hat einfach in dem Moment die Notbremse gezogen und zwar einen vollfahrenden Zug sozusagen auf voller Fahrt einfach angehalten. Da erfindet sich Fürstin Gloria neu. Aus Princess TNT wird eine Geschäftsfrau. Ich meine, ich bin einfach ein praktischer Mensch und ich habe einfach gesehen, der alte Mann wird ausgenutzt und das wird jetzt verhindert. Fürst Johannes ist krank. Gloria, noch nicht einmal 30 Jahre, übernimmt die Geschäfte und lernt dazu. Noch während mein Mann krank war, habe ich mir einen Privatlehrer geholt und habe mir sozusagen das Einmaleins der Betriebswirtschaftslehre beibringen lassen. Aber ich habe gemerkt, dass in den Büchern immer theoretische Fälle besprochen wurden. Und dann habe ich zu meinem Lehrer gesagt, bevor wir hier irgendwelche theoretischen Fälle besprechen, nehmen wir uns doch lieber jedes der Turn- und Taxisunternehmen vor, gucken uns das gemeinsam an, also analysieren das, wie steht es da und was kann man machen, um die Probleme, die da sind, zu lösen. Johannes von Turn und Taxis ist schwer herzkrank. Mit zwei Transplantationen versuchen die Ärzte 1990 sein Leben zu retten. Es war ja dieser grässliche Schneesturm, sodass ich nicht sofort ins Krankenhaus fahren konnte. Und da ist er mir an der Herz-Lungen-Maschine dann gestorben. Also es war für mich schrecklich. Also ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich darüber weggekommen bin, weil er mir einfach wirklich, weil ich also überhaupt nicht damit gerechnet habe. Großer Gott, erbarme dich der Seele meines geliebten Johannes. Hilf, dass wir ihm durch Buße und Gebet, durch die Zeit der Läuterung helfen. Wir bitten dich, erhöre uns. Öffne meine Seele immer mehr für die Liebe Gottes, auch wenn es Opfer kostet. Die Liebe Gottes ist jedes Opfer wert. Amen. Der damals 7-jährige Albert ist sein Nachfolger. Doch sein Erbe ist vom ersten Tag an in Gefahr. 2000, 3000 Mark, gleich vorne im Saal jetzt, 3000, 3200. Doch Gloria geht ans Tafelsilber. Bank, Brauerei und die meisten Beteiligungen hat sie schon vor Johannes Tod abgestoßen. Nun lässt sie das Auktionshaus Sotheby's Kostbarkeiten aus dem Besitz der Familie versteigern. Was soll ich denn machen? Ich brauchte das Geld. Und wenn sie den Staat nicht gleich bezahlen, das kostet Zinsen, dann wird es noch teurer. Es war natürlich für viele, auch für die alten Mitarbeiter, für die teilweise Familienmitglieder, schockierend. Es war sehr traurig manches, aber wir haben es verstanden, von was soll sie sonst die Erbschaftssteuer. Aber bei manchen, eins zum Beispiel, gerade so Schmuck, den die Großmutter jeden Tag angehabt hat, der war ja auch dabei und das hat sehr weh getan. Und da habe ich ja ein Armband wieder zurückgeholt. Da habe ich ihr gesagt, Gloria, du tust solche Sachen hergeben und die Familie hat das sowas nicht. Dann hat sie zu mir gesagt, ruf gleich in Heinrich Spretti an und er soll das Armband zurücknehmen. 26 Millionen Mark bringt die Versteigerung. Noch einmal so viel eine Schenkung an den bayerischen Staat. So kann Gloria die Erbschaftssteuer zahlen. In einem Flügel des Schlosses eröffnet die Fürstin ein Museum, das die dem Staat geschenkten Kostbarkeiten bis heute zeigt. Da war auch wieder der Vorteil, dass ich jung war. Ob ich das heute so könnte? Als junge Frau habe ich gesagt, was soll der Quatsch? Wir brauchen Geld. Das wird schnell verkauft. Gar nicht groß nachdenken. Gloria war mit knapp über 30 zur alleinerziehenden Mutter und Geschäftsfrau geworden. Tristezza, che volevo portare a
Angelo Bettolin. Nachdem mein Mann gestorben war und meine beiden Töchter nach England zur Schule gingen, war ich alleine mit dem Albert in Regensburg. Sohn Albert gilt als jüngster Milliardär der Welt. Für die Turn- und Taxiskinder ein Leben im Fokus der Öffentlichkeit. Jedes Mal, wenn wir in Berührung mit der normalen Welt kamen, waren halt so Momente, wo es unangenehm ist, weil natürlich die anderen Kinder uns nicht das Gefühl gegeben haben, dass es das, was wir, das, wie wir leben oder wie wir sind oder was wir machen, normal ist. Und das war dann schon unangenehm. Also gerade als wir in die Schule kamen und so, fand ich das schon schwierig. Und da wäre mir viel lieber gewesen, ich hätte so gelebt wie die anderen Kinder. Die Familie sucht die Anonymität. Für Gloria und Albert wird Rom zur zweiten Heimat. Terracina di già. Perché non apre il caffè? È sempre chiuso sabato? Wenn man irgendwann im Leben so viel Verantwortung, historische Verantwortung übernehmen muss, dann ist es ganz wichtig, um das anzunehmen, dass man viele Jahre in der absoluten Freiheit verbracht hat. Und diese Freiheit möchte ich meinem Sohn wirklich gönnen. Legen wir los? Albert von Turn und Taxis fährt halbprofessionell Rennen. Mit großem Erfolg. Ich beschreibe es immer als ein Virus. Wenn man sich damit mal infiziert hat, dann ist es einfach, ja, dann kommt man ohne nicht mehr aus. Wenn man ihn nicht hat, fällt es einem oft schwer nachzuvollziehen, wie man so viel Mühe, so viel Energie in etwas, ja, so Banales dann auch von außen betrachtet stecken kann. Aber wenn man diese Passion hat, dann... Albert hat in Edinburgh und Zürich studiert. Derzeit promoviert er in Rom in Philosophie und Theologie. Regensburg kann für ihn noch warten. Meine Mutter ist sehr jung, sehr tüchtig und macht ihren Job da exzellent. Und deswegen pressiert es da zumindest. Noch immer wird das Vermögen der Turn und Taxis auf über 1 Milliarde Euro geschätzt. 50 Personen halten das Schloss in Schuss. Früher waren es fast 20 Mal so viele. Forst und Landwirtschaft bilden die Grundlage des Vermögens. Dazu kommen Immobilien und einige Beteiligungen an deutschen Unternehmen. In der schlosseigenen Notstandsküche werden täglich mehr als 300 Essen an Bedürftige ausgegeben. Mein Gast heute Abend, Gloria Fürstin von Turn und Taxis. Gloria macht derweil gerne mal Schlagzeilen. Dadurch werden ganze Kontinente bedroht, wie beispielsweise Afrika. Ist es da verantwortungsbewusst, nur aus einer übertriebenen... Nein, Afrika hat Probleme nicht wegen der Verhütung. Ist es, ja, aber da... Da sterben die Leute an AIDS. Aber warum sterben... Weil sie zu viel schnackseln. Der Schwarze schnackselt gerne. Es ist natürlich schon schlimm, wenn man seinen Mund nicht halten kann. Auf der anderen Seite, wenn alle nur noch kontrolliert und mit zusammengeklemmten Hintern durchs Leben laufen, was ist das für ein Leben? Traditionell ist die Dynastie der Turn und Taxis streng katholisch. Maria, hilf uns allen. Fürstin Gloria ist eine der bekanntesten Propagandisten streng katholischen Glaubens in Deutschland. Natürlich kann man sich für gewisse Sachen auch eine liberalere Ansicht zulegen. Aber ich sag mir lieber, ich bin lieber auf der sicheren Seite, weil wenn ich tot bin, will ich wirklich in den Himmel kommen und nicht im Fegefeuer braten. Die Fürstin hat eine streng katholische Frauenkongregation wiederbelebt. Sie verehrt konservative Geistliche
und eckt mit Zitaten wie Homosexualität sei Sünde an. Wenn meine Schwester mit Keith Haring, einem offensiven Homosexuellen, durch die Straßen von New York zieht, ist das überhaupt kein Widerspruch dafür, sozusagen Homosexualität an sich als etwas Problematisches zu sehen und dennoch mit den Homosexuellen bestens befreundet zu sein. Also dieses moralische Zeigefinger ist dem katholischen Denken eigentlich total fremd. Die Kirche liebt den Sünder, hasst die Sünde. Und damit ist es eigentlich gesagt. Wir sind ja alle schwach und wir haben ja alle Fehler. Die Fehler sind ja praktisch Teil des ganzen Konzepts. I love the new baby. Wow. Und so scheint es nur für Außenstehende als Widerspruch, gleichzeitig streng katholisch und begeisterte Sammlerin ultramoderner Kunst zu sein. Come and look at it from far away. Okay. Wenn es um religiöse Dinge geht, bin ich orthodox. Alles andere, jeder andere Bereich in der Welt, bin ich superliberal. Gloria von Thurn und Taxis. Eine Fürstin mit festen Überzeugungen und ohne Angst anzuecken. Sie glaubt leidenschaftlich an alles, was sie sagt, sogar wenn sie später das Gegenteil verkündet. Alles ist richtig. It's a beautiful day today. Woke up this morning with sunshine on my face. Ich bin erwachsen, ich bin wirklich jetzt erwachsen. Ich kann heiraten, wen ich will. Ob es meine Mutter hat, wird immer eine Meinung haben. Also wenn ich meine Mutter zu irgendetwas frage, dann kommt eine halbe Stunde Monolog. Und dann, deswegen frage ich sie zu bestimmten Sachen und zu anderen Sachen frage ich sie nicht, weil ich weiß, sie wird eine Meinung haben und in der Sekunde, wo sie ihre Meinung äußert, ist es sehr schwer, sich dem zu entziehen. Aber ich weiß auch, letzten Endes ist sie, hat sie dann doch, also ich glaube, wir vertrauen uns dann im Untersten und Tiefsten schon. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Fürst Albert ist kürzlich 30 geworden. Das Erbe ruft. Er hat seine Stellung im Leben und ich glaube, es ist ihm fremd, damit zu hadern oder zu denken, ich hätte es gerne anders. Es ist, wie es ist. Gloria von Thurn und Taxis mag ihren Job als Fürstin. Es ist schwer vorstellbar, dass sie schon bald in die zweite Reihe treten wird. Also natürlich würde ich es gerne top in Schuss übergeben, dass es also wirklich schnurrt wie ein Kätzchen. Die Fürsten von Thurn und Taxis. Eine Dynastie mit Zukunft. Morgen Abend, Capriccio.